Jo Leute, was geht ab? Live for Game am Start und heute mal wieder mit einem neuen Video. Heute habe ich mal einen richtig geilen, fetten Manegles für euch. Ich weiß, ich habe schon lange nichts mehr hochgeladen, aber heute bin ich mal wieder bereit, ein Video hochzuladen. Und ich sag euch gleich schon mal am Anfang, mein Headset ist ein bisschen kaputt, also ihr hört mal ab und zu, hört ihr mal vielleicht mal ein Rascheln oder irgendwas. Das liegt an meinem Headset. Ich kann auch nichts dafür. Das Mikrofon, was ich bestellt habe, ist der Kabel kaputt und ich habe nichts Besseres gefunden als so ein Kopfhörer, der von Teddy kommt. Nun gut, lass mal heute, ja, fangen wir gleich mal mit unseren Money Glitch an. Der Founder von diesem Glitch ist World Finest Gamer. Er ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und fangen wir gleich mal mit den Vorbereitungen für diesen Glitch an. Zuerst braucht ihr bei Warstock diesen MOC. Den kauft ihr euch, könnt egal was ihr auswählt, bloß bei Position 1 ist scheißegal. Position 2 kann ein leeres Modul sein. Es kann ja. Kommt darauf an, was ihr sparen wollt und alles. Und was ganz, ganz wichtig ist, bei Position 3 muss unbedingt Lager für persönliches Fahrzeug sein. Wenn ihr das nicht habt, funktioniert der Glitch bei euch nicht. Also, fassen wir zusammen. Ihr braucht ein MOC, eine mobile Kommandozentrale, mit bei Position 3 ein Lager für ein persönliches Fahrzeug. Dann braucht ihr eine Firmengarage oder eine Zehnergarage, spielt keine Rolle. Da braucht ihr beim ersten Stellplatz einen LG Retro Custom und beim zweiten, dritten, vierten könnt ihr die ganze Firmengarage voll machen mit LEDs. Und was ganz wichtig ist, was ich noch gleich machen werde, ihr müsst die ganze Garage voll haben. Also ihr müsst die 20 von 20 Fahrzeugen drinnen haben. Wenn ihr das nicht habt, funktioniert der Glitch bei euch nicht. Und was ich ja vergessen habe, bei der mobilen Kommandozentrale müsst ihr euch ein Fahrzeug bestellen, da wo dann drinnen ein LG RH8 steht. Dann sehen wir uns gleich, wenn ich meine ganzen Fahrzeuge hier voll gekauft habe. So, ich habe mir jetzt gerade die restlichen LGs gekauft. Die werden erst geliefert in ein paar Minütchen. Dabei können wir mit diesem Glitch beginnen. Als erstes steigt ihr in euren LG Retro Custom ein. Dann fährt ihr einfach raus. Dann fährt ihr, also ihr müsst eure mobile Kommandozentrale am besten hier parken, wo dein Büro ist. Ja. Dann müsst ihr einfach, wo sich dieser in dem MOC befindet sich ja gerade dieser LG RH8. Und ihr müsst jetzt halt mit dem LG Retro Custom einfach hier reinfahren. Dann steht da, wenn du dieses Fahrzeug in deiner mobilen Kommandozentrale hinzufügst, wird dein aktuell eingelagertes persönliches Fahrzeug in deine Garage überführt. Bestätigen wir und dann fahren wir automatisch rein. Dann müsst ihr euren Kollegen Bescheid sagen, dass er, also ihr ladet ihn einfach ein. So, hier ist er. Euer Freund stellt sich jetzt genau daher, sodass er diesen LG RH8 immer ansieht. Er darf auf keinen Fall nicht darüber gehen. Er muss unbedingt hier stehen bleiben, sodass er diesen LG die ganze Zeit ansieht. So, und dann geht ihr einfach her und verlässt euren Anhänger. Einfach jetzt Anhänger verlassen, aber alleine. Dann geht ihr auf Internet, geht bei Legendary oder Bennys,
und holt euch einen LG RH8 in die mobile Kommandozentrale. Ja, in die mobile Kommandozentrale. Und ihr müsst das aktuell geparkte Fahrzeug, müsst ihr jetzt ersetzen. So, ich werde einen Cut machen, bis das Fahrzeug gleich geliefert wird. Und dann sehen wir uns gleich. So, hier bin ich wieder zurück. Der LG RH8 wurde soeben gerade in meine Kommandozentrale angeliefert. Was ihr dann einfach machen müsst, ihr müsst einfach reingehen in den MOC, müsst einmal einsteigen, rausfahren mit dem LG RH8, dann müsst ihr wieder reinfahren und dann wieder verlassen zu Fuß. Dann geht ihr über Fahrzeuge, persönliches Fahrzeug anfordern. Ich habe das gerade schon gemacht, deswegen kann ich euch gerade nicht zeigen. Aber ich zeige euch dann gleich, wie ihr dann immer weiter diese Fahrzeuge duplizieren könnt. So, hier ist nun dieser LG Retro Custom dupliziert. Hier ist der erste. Da fährt ihr einfach ganz chillig hier in eure Firmengarage, wo auch die RH8 steht. Lass sie dann um deinen Moment fahren, Fahrzeug zu speichern zu können, musst du eines der anderen Fahrzeuge in deine andere Garage überführen. Und das Ganze machen wir jetzt einfach. So, dann ersetzt ihr irgendeinen LG RH8, das ist wurscht egal. Aber was ihr nicht machen müsst, ihr dürft auf keinen Fall diesen Platz hier, dürft ihr nicht verschwenden. Das dürft ihr nicht machen. Ihr dürft diesen LG RH8 nicht hierher verlieren. Dann ist der ganze Glitch kaputt. So, dann geht ihr einfach wieder über Immobilie verlassen. So, und jetzt zeige ich euch, wie ihr immer weiter und weiter machen könnt. Jetzt geht ihr wieder auf Internet und euch wieder ein LG bei Benny's oder bei Legendary, scheißegal. Und wenn wir die Kommandozentrale anfordern, ersetzen müssen wir. So. Er wird jetzt wieder demnächst geliefert und da mache ich jetzt einen kleinen Cut. So, mein LG RH8 wurde jetzt in meiner mobilen Kommandozentrale abgeliefert. Jetzt zeige ich euch den Schritt, den ich vorhin nicht gemacht habe. Er geht einfach rein. Dann steht da hier wieder dieser LG Retro Custom. Dann steigt ihr auch in diesen hier ein, fährt ihr ganz chillig wieder raus. So, dann fahren wir wieder ganz chillig wieder rein. Dann verlassen wir wieder den Anhänger, aber alleine. Über das Interaktionsmenü Fahrzeuge das persönliche Fahrzeug anfordern. Am besten packt ihr jetzt eure Sniper aus und zielt ganz nah auf den Boden. Wenn ihr das macht, wird eure LG RH8 oder eine LG Retro Custom gleich um die Ecke hier spawnen. Und ihr müsst da
Genau, da ist er. Dann steigt er ganz einfach in diesen LG Elektrokasten ein und fährt ganz normal in eure Firmengarage, da wo die ganzen normalen LGs stehen. Da müsst ihr wieder ein Fahrzeug überführen. So, man sieht ja schon, ich habe zwei. Ich hatte vorher nur ein LG Retro Custom und jetzt habe ich zwei. Und da und einer steht immer noch im MOC drin, also habe ich drei LG Retro Custom dupliziert. Dieser Glitch ist sowas von easy. Ich würde euch empfehlen, macht den Glitch mit euren Freunden. Schreibt in die Kommentare drunten. Vielleicht gibt es noch ein paar andere Freunde, die dann mit euch machen wollen. Und ja, also falls ihr Fragen habt zu diesem Glitch, stellt sie einfach unten. Ich beantworte jede Frage. Und ja, unten in der Videobeschreibung ist auch der Founder verlinkt und auch noch richtig coole richtig gute Ehrenmänner sind auch noch unten verlinkt. Und das war's jetzt von meiner Seite aus. Ja, haut rein Leute, euer Lifehack Gamer. Peace.